Hallo liebe Jungfrau und herzlich willkommen zu deiner Liebes- und Beziehungslegung. Ja, ich werde heute mit dem Seelenreisetarot dir das keltische Kreuz ziehen. Und bevor wir damit starten, möchte ich die Orakelkarten befragen. Diese Legung ist für dich, falls du die Jungfrau im Sonnenzeichen, im Mond, Aszendenten oder der Venus hast. Schau dir gerne auch deine anderen Aspekte an. Herzlich willkommen auch an die Crosswatcher, die schauen wollen, was bei Jungfrau so geht. So, Jungfrau, dies kann jetzt eine Liebesverbindung, Liebesbeziehung sein. Es kann auch sein, dass hier eine freundschaftliche oder familiäre Beziehung sich zeigt. Ich würde sagen, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und ich muss zurück nach Bayern, weil ich das Bayerisch schon wieder verlerne. Ich liebe ja den Akzent. Ja, ich brauche noch mal eine Bayerisch-Lesson hier. So. Also, Jungfrau. Was haben wir hier für dich? Das Flüstern von Mutter Erde. Kreativität, Ideen, Inspiration, Schaffen, Schreiben, Kanal. Vielleicht solltest du deine Erfahrungen aufschreiben. Und wir haben hier Akzeptanz. Akzeptiere dich selbst und andere, wie sie sind. Denn das wird dich befreien von Widerständen und wird dich öffnen für den Fluss, für den Flow. Na, da schauen wir mal. Das hört sich ja schon wieder spannend an. Akzeptanz scheint hier ein ganz großes Stichwort zu sein. Ich habe auch das Gefühl, dass wo auch immer du Akzeptanz vielleicht gerade lernst, wie gesagt, es kann auch sein, dass du dich selber akzeptieren darfst. Und da möchte ich noch mal ganz Wichtiges zu sagen. Was bedeutet es, sich selbst zu akzeptieren? Dich zu akzeptieren mit all deinen Wunden und Kindheitsthemen da, wo du bist. Und nicht sagen, oh ja, aber ich wäre jetzt schon gerne so geheilt und ich wäre ja gerne so cool und unabhängig und dass ich gar keine Bestätigung bräuchte und dass ich einfach auch in einer Partnerschaft oder Beziehung ganz unabhängig sein kann und ich weiß nicht, ne, sowas vielleicht in der Richtung und oh, ich bin ja so cool und so geheilt. Wenn du das aber nicht bist, dann verarschst du dich selber. Ne? Und dann kann es passieren, dass du dein inneres Kind in wirklich Situationen ins kalte Wasser schubst, weil du sagst, nee, wir sind jetzt unabhängig, wir sind jetzt cool, wir brauchen das alles nicht. Und dann bist du vielleicht in einer Situation, wo dir gespiegelt wird, dass du vielleicht unabhängig sein musst. Also weil die Person dir vielleicht nicht die Liebe, das Verständnis bringen kann, weil auch immer, wie eigentlich das für dich gerne, für dich, wie sagt man das, wichtig wäre. Und ich denke, es ist dann natürlich auch, also eigentlich ist es jetzt schon wieder eine größere Diskussion, die ich hier vom Stapel gerissen habe. Oh Gott, ey. Podcast-Thema. Wir wollen ja hier zu der Kartenlegung kommen. Aber es geht darum, dass du halt wirklich ehrlich mit dir bist und dich akzeptierst in deinem Prozess. Und wenn du jemand bist, der sich, die Karte möchte extra raus, wenn du jemand bist, der durch traumatische Erfahrungen sich gearbeitet hat und deswegen in Beziehungen jetzt irgendwie ein bisschen vorsichtig ist oder ein bisschen mehr Zuwendung braucht und du das kommunizierst, ne? Und sagst, hey, das ist mir gerade ein großes Bedürfnis, weil ich habe in der Vergangenheit so einen Bockmist erlebt. Also ja, du könntest mir da wirklich helfen, wenn du dies und jenes machst. Und ja, ich weiß, es geht in der Essenz darum, dass wir das nicht von außen reinbekommen und dass wir diese Themen in uns selber heilen. Aber ich finde es unter aller Sau, und ich sag's jetzt mal, wie es ist, wenn man dem Partner seine eigenen Ängste mitteilt und wirklich offen ist und sagt, hey, das sind meine Erlebnisse, so geht's mir. Ich bin dabei, das zu heilen, aber ich bin noch nicht ganz so weit. Und wenn der Partner dann voll reinreißt und die gleiche Wunde wieder aufreißt, darum geht es. Und das finde ich unmöglich. Und da darfst du dann auch sagen, ja, okay, wenn ich jetzt super geheilt und selbstbewusst wäre, dann wäre das vielleicht kein Ding. Aber sind wir ja in dem Moment noch nicht, ja? Also, so, jetzt gehen wir rein. In die Legung. Akzeptiere dich, wo du bist. Okay. Unklarheit
Ach na, sieh mal an. Was haben wir denn hier? Oh Mensch, was haben wir denn hier? Was ist denn? Leute. Na, deswegen habe ich gerade diesen kleinen Mini-Monolog gemacht, weil der hier wirklich wichtig ist. Ich raste einfach mal aus. So. Du wirst glücklich sein. So. Was sehen wir denn hier? Also, in der Vergangenheit nicht glücklich, nicht erfüllt. Die Situation war frustrierend. Vielleicht warst du gelangweilt und hast gesagt, oh Mann, ey, irgendwie jetzt schon wieder, es langweilt mich, immer das Gleiche. Frustration, Langeweile, Unzufriedenheit, irgendwie nicht ganz glücklich sein mit dem, was man hat. Nach innen schauen, hey, was brauche ich denn? Ist das nicht witzig? Weil diese Karte ist genau das, worüber wir gerade angefangen haben zu reden. Was brauche ich denn, um emotional glücklich oder erfüllt zu sein? Was brauche ich denn vielleicht auch von meinem Gegenüber? Egal in welcher Beziehung das ist. Bei manchen spielt sich das im Freundeskreis aus, bei manchen in der Familie, bei manchen in Liebes- oder romantischen Beziehungen. Ich habe das Gefühl, dass du dir in der Vergangenheit sehr viel Gedanken darüber gemacht hast, über dich, deine Gefühle, du hast reflektiert, du bist dir darüber klar geworden, wo du stehst und allem drum und dran. Und das finde ich richtig cool. Wirklich. Du hast so an dir gearbeitet. Du warst hier, krass, da kommt echt einiges gerade hoch, auch sehr intensiv. Du hast hier so viel reflektiert und geschaut, was bei dir emotional los ist. Und das ist wirklich gut. Und ich habe auch das Gefühl, du bist hier zu einer Antwort gekommen. Du warst, das ist quasi auch dieser Moment, wo man sagt, okay, und jetzt gehe ich raus aus dieser Nach-Innen-Schau. Das heißt, dir ist irgendwas klar geworden, dir ist irgendwas bewusst geworden, grundsätzlich in der Situation, in der du bist, du und eine andere Person, herrscht aber alles andere als Klarheit. Da ist nämlich der Nebel der Verwirrung noch am Start. Da gibt es Unklarheiten, da gibt es die große Herausforderung mit dem Tod umgedreht. Was bedeutet das? Das kann bedeuten, dass eine ganz große Herausforderung für dich das Thema Loslassen ist. Du selber hier in den vier der Stäben, vier der Münzen, du bist ein Sicherheitsmensch. Ich habe das Gefühl, du würdest lieber länger an Sachen festhalten, auch wenn sie dir vielleicht nicht gut tun oder du merkst, oh, so ganz optimal ist es nicht. Aber ich habe das Gefühl, du würdest länger an Dingen festhalten, weil sie sicher sind. Weil du ja weißt, in welchem Rahmen du dich hier bewegst. Und wir haben hier und hier in der Energie beides Mal die Energie von, ah, ich wehre mich gegen eine Veränderung. Ich will eigentlich nicht, dass sich hier irgendwie was verändert. Ich habe vielleicht Angst loszulassen, weil was ist, wenn ich loslasse? Was ist, wenn ich vor dem Nichts stehe? Was ist, wenn da das Unbekannte ist und mir das Unbekannte nicht gefällt? So, was ist, wenn das Neue mir nicht gefällt? Das heißt, der Tod umgedreht. Selbst wenn der Tod aufrecht wäre, wäre es, hey, das könnte eine herausfordernde Transformation sein, ein herausforderndes Loslassen, ein herausforderndes Ende. Aber wenn er umgedreht ist, dann wehrt man sich dagegen und man ist so, oh, ich will nicht loslassen, ich habe Angst vorm Loslassen, ich habe Angst vor der Transformation, weil wer bin ich denn danach? Und so kann es auch sein, dass es hier um eine tiefe Transformation deiner selbst geht, weil du so krass an dir arbeitest und so krass hier vielleicht angefangen hast, vielleicht auch schon länger dabei warst, wirklich zu schauen, hey, emotional gesehen, was brauche ich, was fühle ich, was brauche ich, um glücklich und erfüllt zu sein? Wie stelle ich mir das Thema Liebe vor? Und da sehe ich wirklich eine ganz große Veränderung, eine ganz große Transformation. Und es kann sein, dass du der Phönix aus der Asche bist, der jetzt emporsteigt. Aber das bedeutet, dass wir erstmal verbrennen müssen. Das bedeutet, dass wir erstmal loslassen müssen. Der Tod umgedreht könnte wirklich sein, dass du Angst hast, dich zu verlieren, einen Teil deiner selbst zu verlieren. Und ich kenne das, ich habe das, ach, wie, also dieses Thema, wie oft ich mich schon verloren habe und dachte, ich löse mich irgendwie auf und wie unwohl das war, ne? Der Nebel der Verwirrung macht total Sinn. Aktuell bezogen auf eine ganz bestimmte Verbindung, es kann sein, dass diese Verbindung diesen Prozess triggert oder dass das die Energien auch sind der Verbindung, dass vielleicht die Verbindung losgelassen werden muss. Vielleicht ist das eine Möglichkeit oder dass du einfach dich gerade ganz krass veränderst innerhalb dieser Verbindung. Dementsprechend, ne, nicht für jeden sehe ich hier, oh, da ist jetzt irgendwie ein Ende.
Aber es geht absolut um diese Thematik der Transformation, entweder deiner selbst oder vielleicht auch dieser Verbindung, dass sich darin was verändert. Und wir sehen, worauf bist du fokussiert? Du bist nicht glücklich. Das macht keinen Spaß hier. Ne? Vier der Kelche hatten wir hier, vier der Stäbe. Übrigens, wir haben vier Vierer. Habe ich noch irgendwo eine Vier? Nee, vier Vierer haben wir. Also das Thema Stabilität und Sicherheit ist wirklich auch eine Kernthematik aktuell für dich. Emotionale Sicherheit, finanzielle Sicherheit, Sicherheit grundsätzlich im Leben. So, das könnten gerade Thematiken sein, mit denen du dich sehr befasst. Und gerade das Thema Sicherheit und Veränderung geht eigentlich nicht miteinander einher, weil wenn wir in so einer krassen transformativen Zeit sind, in so einer krassen Veränderung, dann führt das erstmal dazu, dass wir im Nebel sind. Wir fühlen uns unsicher. Ne? Da werden Dinge losgelassen, die uns vielleicht Sicherheit gegeben haben, um dann weiterzugehen und um Platz für Neues zu schaffen. Und das ist natürlich gerade gefühlt hier eine ganz große Herausforderung. Es kann sein, dass sich zwischen dir und der anderen Person, hier die Karte, die unbedingt raus wollte, dass irgendeine Art Karma ins Gleichgewicht gekommen ist. Vielleicht ist dies eine karmische Situation und ein Karma kommt jetzt in den Ausgleich. Aber wie gesagt, lass uns nochmal darauf zurückgehen. Vielleicht denkst du auch über das Ende einer Ehe nach. Na, da ist oder eine Feier, die zerplatzt ist oder irgendwas wurde abgebrochen. Das Thema Familie, Feier, Hochzeit. Oder es geht darum, das wäre eine andere Möglichkeit mit den vier der Stäben, dass du sagst, hey, irgendwie, da ist so ein Meilenstein, da ist was, was ich wirklich gerne erreichen wollen würde, auch hier innerhalb dieser Situation. Wenn die Karte andersrum ist, dann fühlt sich das auch oftmals an wie, da ist die Karotte und ich erreiche es irgendwie nicht. Ich sehe es vor mir, aber irgendwie wird dieses Ziel, dieser Meilenstein nicht erreicht. Oder das, was du erreicht hast, stellt sich heraus als, oh, das ist doch irgendwie anders, als ich wollte. So nach dem Motto, be careful what you wish for, because you could get it. So in anderen Worten, auf Deutsch, sei vorsichtig, was du dir wünschst, weil du könntest es bekommen. Und hier kann es durchaus sein, dass du irgendwas erreicht hast, aber als du es erreicht hast, hast du gemerkt, oh, irgendwie gibt mir das doch nicht so viel Freude, wie ich irgendwie gedacht hätte. Emotional, Veränderung, irgendwie eine große Veränderung, umgedreht, aber ich habe das Gefühl, du willst irgendwie, da ist eine Angst bezogen auf eine Veränderung. Vielleicht hast du Angst, dass sich bei dir emotional was verändert und dass das Konsequenzen mit sich zieht, denn das ist die nächste Botschaft dieser Karte, Konsequenzen. Na, mit der Gerechtigkeit, alles, was wir tun, was wir sagen, hat Konsequenzen, ob kleiner, ob größer. Manche sind vorhergesehen, aber manche sind auch unvorhergesehen. Und gerade diese unvorhergesehenen Konsequenzen, die haben es manchmal knüppeldick hinter den Ohren. Und ich habe das Gefühl, hier ist wirklich so mit beiden Karten und auch mit diesem Festhalten hier bei dir an Altbekannten, an Gewohnten, an dem, was man sich so erarbeitet hat, eine ganz große Herausforderung, die was zu tun hat mit dem Thema Veränderung, Transformation, Loslassen. Es kann auch sein, dass du merkst, ey, irgendwie bezogen auf die Situation verändert sich vielleicht sogar wirklich was gerade hier. Vielleicht gibt es da eine gewisse Unsicherheit oder Angst, weil du merkst, ey, emotional verändert sich was. Ast der Stäbe in naher Zukunft. Ast der Stäbe, es kann sein, dass du dich ein bisschen kraftlos, motivationslos, inspirationslos, ideenlos fühlst. Das Feuer könnte ausgegangen sein. Du hast vielleicht kein Interesse, irgendwas begeistert dich nicht. Oder du hast irgendwie das Gefühl, ey, hier ist kein Potenzial auf Wachstum in einer Situation und das ist gegebenenfalls das, wo diese Unklarheit dann hinführt. Wie wir gerade schon sagten, deine Karte, Stabilität, Sicherheit, ein Festhalten, ein Sparen, ein sich absichern generell oder vielleicht auch hier ein Festhalten schon auch an einer Situation, wie ich es gerade gesagt habe. Die Person, mit der du es zu tun hast, hat die 8 der Münzen hier, also jemand, der entweder ist das jemand, der sehr viel arbeitet, sehr viel Zeit und Energie in die Arbeit steckt oder jemand, der eigentlich sagt, hey, komm, ich möchte hier mit dir an etwas arbeiten
um etwas weiterzuentwickeln. Also würde ich schon sagen, dass hier das, wenn es nicht jemand ist, der sehr viel arbeitet, dann würde ich sagen, ist hier jemand, der schon auch sagt, ich möchte gerne hier die Situation, das weiterentwickeln und bin auch bereit, meine Zeit und Arbeit hier jetzt in die Beziehung zu investieren. Hoffnungen, Ängste, Wünsche, 6 der Kelche umgedreht. Die 6 der Kelche umgedreht ist natürlich eine Energie, wo man Vergangenes nicht loslassen kann, wo man so ein bisschen die rosarote Brille auf hat, die gute alte Zeit und man steckt in dieser Nostalgie, in diesen Erinnerungen fest. Vielleicht auf irgendeine Art und Weise bezieht sich entweder eine Angst, die du hast, vielleicht hast du Angst, in der Vergangenheit stecken zu bleiben, dass Dinge aus der Vergangenheit immer wieder hochkommen, das wäre eine Möglichkeit. Oder vielleicht gibt es, wie wäre es denn eher als Hoffnung zu deuten, hast du eine Hoffnung, die irgendwas zu tun hat mit, nee, mit der Vergangenheit, wobei umgedreht, wie gesagt, bedeutet es einfach wirklich nur den Fokus zu haben auf die rosarote Brille oder durch die rosarote Brille. Das heißt, man hat einen sehr verklärten Blick auf die Vergangenheit, gute alte Zeit etc. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwie eine Angst. Eine Angst, die irgendwas zu tun hat mit vergangenen Erfahrungen. Eventuell mit einem Nicht-Loskommen von der Vergangenheit. Was wir aber dann sehen, und da möchte ich mich schon mal vorbereiten, ist die 9 der Kelche. Das heißt, wir haben hier eine Wunscherfüllung, eine Zufriedenheit. Dir wird es gut gehen. Also auch wenn wir hier wirklich Herausforderungen haben, so kommst du in die 9 der Kelche. Zufriedenheit, Dankbarkeit. Es geht hier auch hier nochmal um eine Entscheidung. Und das sehen wir hier auch. Das ist ein anderer Aspekt von dieser Karte. Eine Situation zu beurteilen, um eine Entscheidung zu treffen, die fair und gerecht für alle Beteiligten ist. Während diese Karte nochmal sagt, hey, unterliegend geht es hier darum, wir hatten es gerade schon, eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung etwas sich jetzt weiterentwickeln soll. Und sobald diese Entscheidung getroffen wurde, soll man dann die Situation organisieren, strukturieren und planen und in die Aktion gehen. Also, es würde mich nicht wundern, wenn du in den nächsten 4 bis 6 Wochen eine Entscheidung triffst, in welche Richtung sich etwas weiterentwickelt oder eine Entscheidung getroffen wird, nach gründlicher Bewertung der Situation. Letzten Endes führt es in dein Glück, in deine Erfüllung. Ich meine, das könnte auch das Thema Akzeptanz sein, Dankbarkeit, Akzeptanz. Aber da ist so ein Frieden in dieser Energie. Also du kommst gefühlt mit irgendwas auch in den Frieden. Vielleicht fühlst du dich inspiriert. Wir sagten das ja vorhin schon, ne? Kreativität, Ideen, Inspiration. Vielleicht noch nicht hier, aber das ist das, worin du dann langfristig gehst. Erschaffe etwas. Vielleicht für manche von euch kann es sein, dass Schreiben wirklich sehr, sehr hilfreich ist in diesem Prozess. So, dann 9 der Münzen. Kriegen wir eine Zusatzbotschaft für die 9 der Münzen. Guck dir das mal an. Das ist spannend. Warum bist du glücklich? Weil du irgendwas hinter dir lassen kannst. Du begibst dich auf eine Reise. Vielleicht ist es eine Reise, ein Umzug. Irgendwas kannst du hinter dir lassen, was schön ist, weil dadurch gefühlt die Angst übergangen wird. Sprich, die Angst, vielleicht etwas aus der Vergangenheit nicht hinter sich lassen zu können. Hier sehen wir aber, es kann irgendwas wirklich hinter dir gelassen werden und das führt dazu, dass du langfristig gesehen in Dankbarkeit, Zufriedenheit, in eine Wunscherfüllung gehst. Vielleicht durch einen Umzug, durch eine Reise oder was auch immer du in der Lage bist, emotional oder auch physisch gesehen hinter dir zu lassen. So, jetzt möchte ich mir aber die Person anschauen und auch nochmal weiter anschauen, was hier die Energie deiner Person ist, weil grundsätzlich haben wir hier erstmal eine schöne Energie. Es kann sein, dass das quasi ein Prozess ist, durch den du gerade ganz persönlich gehst, der sehr, sehr intensiv ist. Also auch hier, es muss nicht zwingend darum gehen, dass die Situation mit dieser Person beendet wird und dass das herausfordernd ist, weil diese Person hier, abgesehen davon, dass es sein kann, dass die Person viel arbeitet, eben auch die Möglichkeit in dieser, mit dieser Karte sein kann, dass diese Person sagt, hey, ich möchte hier meine Zeit und Arbeit investieren, um etwas mit dir erfolgreich zu machen. Vielleicht arbeitet ihr auch zusammen, auch das könnte sein. Aber das möchte ich mir jetzt genauer anschauen. Also die Person, mit der du es hier zu tun hast, die Person, weshalb du dieses Video angeklickt hast. Ich möchte mir schauen, wo steht er oder sie gerade?
Was sind die Gedanken und die Gefühle für dich? Was sind die wahren Absichten? Was sind Blockaden und Herausforderungen, ganz speziell für deine Person? Was ist der Tipp für dich und wie entwickelt sich das Ganze zwischen euch weiter? Das schauen wir uns jetzt an in Teil 2 in der Erweiterung auf Vimeo oder Patreon. Unter diesem Video in der Infobox findest du die beiden Links dazu und ich freue mich, dich gleich wiederzusehen in der Erweiterung. Thank you.